Hi, ich bin Anna und heute zeige ich euch, wie man Resin gießt. 1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit PK Pro und Games. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Anna und ich freue mich sehr, euch endlich zu unserem lang versprochenen Resinguss-Video begrüßen zu dürfen. Wie ihr ja wisst, sind wir mittlerweile in Zusammenarbeit mit PK Pro und haben dafür das Material auch direkt zur Verfügung gestellt bekommen. Ich zeige euch auch gleich alles, was wir brauchen an Materialien. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns mit dem Affiliate-Link klicken helfen wollt, freuen wir uns natürlich sehr. Und ich freue mich auch, wenn ihr mitbastelt und mir vielleicht sogar eure Ergebnisse dann irgendwann in den Kommentaren oder in der Community zeigt. Ansonsten, was wollen wir heute abgießen? Wir machen verschiedene Sorten von Formen und zwar einmal ganz klassisch die flache Form. Dafür nehmen wir eine Base zum Abformen und auch unsere brandneue 2021er 1000 für den Imperator Münze, weil wir die gerne als Plakette verwenden wollen. Außerdem eine etwas tiefere Form, da habe ich mir diese hübschen Kristalldeckelchen von den Fläschchen ausgesucht und eine Form, die wirklich rundum abschließt, wenn man zum Beispiel diese Fläschchen oder auch Kristalle im Ganzen abformen kann. Ja, dann schauen wir uns mal an, was wir alles brauchen. So, dann schauen wir uns einmal an, was wir alles für unsere Bastelprojekte brauchen. Und zwar fangen wir an mit natürlich dem Silikon für die Form. PK Pro 2-Komponenten-Silikon mischt sich 1:1 nach Gewicht oder nach Volumen, gibt sich in dem Fall tatsächlich nichts, also sehr anfängerfreundlich, weil man nicht Großverhältnisse ausrechnen muss, sondern einfach tatsächlich gleichteilig mischen kann. Als zweites, denn wir wollen am Schluss ja auch ein fertig gegossenes Teil haben, Resin. Auch von PK Pro ein 2-Komponenten-Resin, auch hier wird 1:1 gemischt. Ist verarbeitbar wirklich gut 9 Minuten lang nach dem vollständigen Zusammenmischen. Nach 24 Stunden ist es ganz fest bei 18 Grad Raumtemperatur. Je wärmer es ist, desto schneller härtet es tatsächlich aus. Ihr seht schon, es hat hinten eine nicht gerade kleine Liste an Sicherheitshinweisen, die ihr auch wirklich bitte ganz dringend beachten müsst. Ausführlicher gibt es das Ganze auch nochmal auf dem mitgelieferten Sicherheitsdatenblatt. Wichtig sind auf jeden Fall Handschuhe, denn das giftige Zeug wollt ihr wirklich nicht auf die Haut bekommen. Es werden welche mitgeliefert, was sehr praktisch ist. Ich persönlich habe mir so eine Box Nitrilhandschuhe gekauft, weil ich mit denen einfach besser zurechtkomme. Ist eine Geschmackssache, kann jeder machen, wie er mag. Dann einmal Atemschutz, super, super wichtig. Das Resin hat Dämpfe, die riecht man nicht zwingend, weil es dankenswerterweise sehr geruchsarm ist, aber nichtsdestotrotz sind sie da. Ich habe so eine Silikonmaske mit einem auswechselbaren Aktivkohlefilter, die gibt es auch noch in größer, je nachdem könnt ihr euch aussuchen, mit was ihr euch am wohlsten fühlt, was am besten abschließt auf eurem Gesicht, was am besten für euch funktioniert. Außerdem empfehle ich einen Augenschutz, also eine Schutzbrille. Ich trage ja sowieso Brille, das heißt, es ist eigentlich für mich nicht so relevant, aber wenn ihr keine Brillenträger seid, eine Schutzbrille kostet nicht viel und kann euch eventuell euer Augenlicht retten, wenn es drauf ankommt. So, zum Mischen sind hilfreich diverse Messbecher mit einer Skala eben, gibt es in kleiner und größer. Ich persönlich mag zum Resinmischen diese kleinen Silikonbecherchen sehr gerne, weil sie sich nach dem Aushärten des Resins einfach sehr gut durch Quetschen und Knautschen wieder sauber machen lassen und man sie mehrfach verwenden kann. Für Silikon tatsächlich die stabilen Plastikbecher sehr gut geeignet. Dann brauchen wir Rührstäbe. Die gibt es auch bei PK Pro, sind aus Holz, so diese klassischen Zungenspachteln, sind ein bisschen breiter, was für ein blasenfreies Umrühren tatsächlich sehr, 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 sehr praktisch ist. Dann habe ich mir zusätzlich gekauft, weil ich einfach das Abmessen nach Gewicht deutlich lieber mag, eine kleine Feinwaage, die sehr, sehr genau wiegen kann. Und ich habe mir, weil mein erstes Projekt ja diese Warp Veins waren, die ich abgießen wollte, einen Formenbausatz gekauft. Das ist einmal eine Metallbodenplatte und 4 Winkel, mit denen man dann sehr schön einstellen kann, wie groß der Bereich sein will, in dem man abformen will. Die werden mit diesen Klammern zusammengehalten. Und als Boden dafür kann man dann mit dieser Knetmasse einen sehr schönen Untergrund machen. Das erspart einem das Festkleben des abzugießenden Gegenstandes auf dem Boden. Was natürlich auch geht und was wir auch für den Würfel und den Kristall zum Beispiel nachher benutzen werden, sind die ganz klassischen Quark- und Joghurtbecher. Zum Beispiel das hier wäre jetzt für die Base ganz gut geeignet. Oder eben der Joghurtbecher für Würfel und Kristall oder für diese Deckelchen. Schauen wir uns aber nachher gleich an, wenn wir weitergehen zum Formenbau. Dann können wir uns einmal an den Formenbau machen. Falls ihr euch wundert, ja, meine Knete liegt
auf einer Wärmflasche. Das liegt daran, dass sich warme Knete einfach besser knautschen lässt später. Ich habe einmal zugeteilt, welche abzugießenden Gegenstände in welche Form kommen sollen. Und zwar der mittlerweile leere Joghurtbecher passt sehr gut zu diesem Glitzerfläschchen, das dann später vielleicht mal ein Schornstein oder ein Baumstamm oder vielleicht einfach nur eine Säule werden möchte. Der Quarkbecher hat sich ganz gut gezeigt für diese Glitzerdeckelchen. Ich spiele hauptsächlich Elder, deswegen gibt es jetzt sehr viel Elder-affine Dinge, die wir bauen. Und die Metallplatte mit ihren Ecken hier ist einmal sehr gut für diese ganz flache Base. Und dann habe ich mich entschieden, einmal noch unsere 1000 für den Imperator-Münze abzugießen. Die soll später als Plakette an einfach irgendein Gebäude auf unseren Schlachtfeldern ran. Okay, dann geht's los. Generell hätte man das vielleicht noch ein bisschen klüger platzieren können, so ein bisschen mittiger, aber das wird so auch hinhauen. Jetzt können wir hier einmal den Rahmen drumherum bauen. Dabei am besten schon mal darauf achten, dass hier unten alles gut abschließt mit den Kanten der Knete. Sowas müssen wir nachher zum Beispiel dann noch ausbeulen. Mir vorhin schon mal grob ausgemittelt, wo die Motive nachher liegen werden. Das heißt, daran orientieren wir uns jetzt auch direkt. Und wenn wir das dann einmal alles rundherum festgeklemmt haben, sehen wir noch zu, dass wir die Schlitze einmal gut mit Knetmasse verkleiden, damit am Ende hier kein Silikon rauslaufen kann. Der Quarkbecher hat natürlich den massiven Vorteil, dass er schon rundum dicht ist. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nur einmal eine Bodenschicht reinlegen. Und für die Form für den Becher, das ist ein bisschen spezieller, da kommen wir gleich noch zu. So, einmal Boden. Und da geht es hauptsächlich darum, dass hier unten der Rand schön einmal dicht unten abschließt, damit uns das Silikon nachher nicht unter den Deckel läuft. Dafür reicht es völlig aus. So, während des Bastelns habe ich mich doch gegen das Fläschchen und für diesen Kristall entschieden, einfach weil er noch ein bisschen ein besseres Beispiel ist. Nachdem unsere Form aus dem Silikon nachher den Kristall ja vollkommen einschließt, brauchen wir noch eine Möglichkeit, da später das Resin reinzubekommen. Deswegen haben wir hier aus Knetmasse so einen kleinen Trichter gebaut, der da dann eingebaut wird. Und während das Resin dann hier reinfließt, muss ja irgendwo die Luft auch wieder raus. Das heißt, wir haben hier nochmal einen kleinen Entlüftungskanal. Ich habe einfach ein Stück Kerzendocht genommen, der dann nachher mit einem kleinen Blob Knetmasse auch wieder am Kristall befestigt wird. Ich zeige euch das dann gleich nochmal, wenn es fertig ist. So, hier haben wir jetzt also einmal Kristall, Gusszylinder und Entlüftungsschlauch zusammenmontiert. Das alles kommt jetzt in den Joghurtbecher. Und dann können wir uns einmal dran machen, rauszufinden, wie viel Silikon wir eigentlich für welche Form brauchen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Ich habe mich für schlichtes Ausrechnen entschieden. Und deswegen können wir jetzt eigentlich direkt gleich mit dem Anrühren des Silikons weitermachen. Das Ausrechnen hat ergeben, dass wir insgesamt 440 Milliliter Silikon brauchen. Also immer quasi Länge mal Breite mal Höhe minus ungefähr geschätzt, was unsere abzugießenden Gegenstände für ein Volumen haben. Wir erinnern uns kurz, wir mischen das Silikon 1:1. Das heißt, generell sind wir jetzt bei einer Menge von 220 Milliliter pro Sorte. Das würde in den großen Becher zwar alles reingehen, weil ich aber sicher gehen will, dass ich es gut mischen kann, werde ich das jetzt einfach auf zweimal machen. Und damit legen wir jetzt los. Damit sind wir bei 220 Milliliter angekommen, schnappen uns einen von den Holzspachteln und machen uns ans Umrühren. Wichtig dabei, möglichst versuchen, keine Luftblasen in das Silikon zu rühren, denn jede Blase kann nachher eine Unsauberkeit an unseren Gussteilen produzieren. Da wir leider keinen Drucktopf haben,
wenn wir das nicht ganz blasenfrei hinbekommen, aber dieser wunderschöne breite Spachtel macht es zumindest möglich, das weitestgehend so hinzubekommen. So, dann rühren wir mal fleißig weiter. So, wenn es auch von außen so aussieht, als wären die meisten Schlieren weg, dafür ist es ja zweifarbig, damit man das ein bisschen kontrollieren kann, einfach einen Moment stehen lassen, gerne auch nochmal so ein bisschen auf dem Tisch aufstoßen, damit die Luftblasen sich noch ein bisschen nach oben absetzen können und dann können wir auch anfangen zu gießen. So, ich habe gerade festgestellt, dass man die Becher unter Umständen nicht ganz so fest auf den Tisch klopfen sollte, um die Luftblasen rauszukriegen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen schneller zu gießen anfangen, als ich eigentlich geplant hatte. Und auch nicht oben raus, sondern unten. Wir versuchen dabei, möglichst das Silikon nicht auf die zu gießenden Gegenstände zu schmeißen, sondern schön daneben. Das zieht sich dann in alle Ritzen und Spalten von selber rein. So, jetzt versuchen wir hier einmal. Haha, ihr seht schon, alles nicht so einfach. Ich mache hier einmal kurz meine Sauerei weg und dann, So, nach diesem kleinen Ausflug in die Welt von, warum es doch ganz sinnvoll ist, bei all diesen Stunts Handschuhe zu tragen und eine gute Unterlage zu benutzen, haben wir noch einen zweiten Pott Silikon übrig. Mittlerweile ziemlich blasenfrei, aber immer noch gut gängig. Also ihr könnt ihn ruhig mit sehr viel Geduld rühren und habt dann immer noch genug Zeit, den schön einzugießen. Haben wir jetzt also noch zwei Formen übrig. Einmal hier die beiden sehr flachen Teile und einmal die dann letzten Endes ganz geschlossene Form. Mit der fangen wir jetzt auch einfach direkt einmal an. Wir gießen wieder schön neben das Objekt, das wir abformen wollen. Hier ist jetzt natürlich einiges an Silikon durch die Pfütze flöten gegangen. Das heißt, wahrscheinlich muss ich tatsächlich gleich noch mal ein bisschen was anrühren, damit ich auch die dritte Formgabe füllen kann. Silikon gar angemischt ist, habe ich noch einmal kurz gecheckt, dass die Form hier auch wirklich hoffentlich schön dicht ist außenrum, ansonsten gibt es gleich wieder Sauerei und dass auch wirklich die Ränder der Gegenstände, die wir abgießen wollen, schön mit der Knetmasse unten abschließen und auch die Münze, damit uns da nichts drunter laufen kann. Und dann können wir auch hier jetzt wieder anfangen, schön von neben den abzuformenden Teilen einmal ganz gemütlich das Silikon hier reinlaufen zu lassen. Bei der Base bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das funktioniert, weil sie ja doch ein paar sehr feine Details hat. Ich muss mich gerade auch schon wirklich so ein bisschen zurückhalten, damit ich da nicht direkt reinhalte. Wir bleiben gespannt. Und gießen sonst einfach ohne viel Eile. Einfach einmal weiter. Bis auch hier alles schön bedeckt ist, werden auch hier dann jetzt gleich die Formen noch mal ein bisschen schön auf dem Tisch klopfen, damit auch hier die letzten Blasen noch rausgehen und sich vielleicht noch ein paar Sachen in Details reinziehen, die wir jetzt vergessen haben. Das Einzige, bei dem ich das nicht machen werde, ist tatsächlich die runde Form, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache tatsächlich, dass mir in dem Silikon noch der Kristall umkippt. Das würde ich gerne vermeiden. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Silikon abgebunden hat und wir die Sachen aus den Formen wieder rausholen können. Willkommen zurück. Wie ihr seht, unser Silikon ist mittlerweile abgebunden. Also können wir uns dran machen, die Außenteile der Formen einmal abzumachen, damit wir nachher auch gießen können. Wir fangen mal mit dem Metallteil an, weil das tatsächlich am einfachsten ist und am ungefährlichsten für die Finger. Da können wir nämlich einfach die Klammern abmachen und dann erst einmal die Seitenteile entfernen. An so ein paar kleinen Stellen ist mir trotz der Knete so ein ganz kleines bisschen Silikon rausgelaufen, aber jetzt tatsächlich letzten Endes nichts, was man nicht irgendwie ausbessern könnte oder was den Tisch gar eingesaut hätte. So, dann nehmen wir das jetzt einmal ganz vorsichtig so an einer Seite hoch und ziehen das schön langsam ab. Oh.
Seht schon, so ein ganz kleines bisschen ist es uns trotzdem unter das Modell gelaufen, aber das können wir dann nachher einfach gleich noch ganz easy abschneiden. Oh, oder es reißt sich sogar selber direkt noch mit ab. Seht schon, im Großen und Ganzen, die Details sind wirklich schön geworden, tatsächlich auch besser, als ich erwartet habe. Und auch unsere Münze ist sehr blasenfrei, fast sehr blasenfrei und wunderschön abgebildet. Gut, dann direkt weiter zum Quark und dem Joghurtbecher. Da brauchen wir einmal das kleine Skalpell dazu, um uns hier einmal so einen kleinen Schnitt reinzumachen. Der Becher wird also unseren Guss nicht überleben, aber letzten Endes brauchen wir ihn auch nicht mehr. Einmal einfach entfernen. Und dann haben wir auch hier die Knetmasse, die wir einmal von dem Silikon trennen müssen. Das macht ja auch hier nichts aus, wenn das so ein bisschen reißt. So, hält sich auch kaum aneinander fest. Einmal die Knete, ist schon so ein bisschen Unterlaufung haben wir hier auch, aber die lässt sich sehr einfach entfernen. Und dann können wir jetzt schon mal die Originale, wie später die kleinen Resinteile auch, ganz einfach und sehr schnell aus ihren Formen entfernen. Und auch da, man sieht jetzt schon die Flächen innen drin, ich weiß nicht, ob ihr es auch so schön glänzend seht wie ich, sind wirklich schön glatt geworden und haben sich sehr, sehr gut angelegt. Und last but not least, der Joghurtbecher. Nachdem ich den oberen Rand schon abgeschnitten habe, kann man da eigentlich tatsächlich ganz gut einfach dran ziehen und er löst sich. Dabei ein bisschen aufpassen, auch bei dem Quarkbecher. Das springt gern so ein bisschen und dann hat man plötzlich Schnitte in den Fingern, die man wirklich nicht brauchen kann. Das tut sehr weh und hält sich sehr lang. Vermeidet das einfach. So, und hier haben wir jetzt da eben unseren Boden, den wir eingeklebt hatten, mit dem Gießzylinder drin. Und letzten Endes müssen wir da jetzt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, um ja an die fertige Form zu kommen. Nämlich können wir zwar hier oben die Knete schon relativ gut abbobbeln, damit wir einmal sehen, wo jetzt letzten Endes unser Trichter wirklich gelandet ist. Aber dann müssen wir anfangen, ganz vorsichtig einmal mit dem Cutter einzuritzen, um dann letzten Endes eben den Kristall wieder rausholen zu können. Ein nicht besonders sauberer Schnitt, aber jetzt geht der Kristall auch durchaus raus. Dann haben wir hier noch einmal den kleinen Lüftungstunnel, den wir noch befreien müssen. Was mir gerade bei mir selber aufgefallen ist, bitte schneidet immer von euch weg und niemals auf euch eure Finger zu. So, hier haben wir also noch den Docht, den wir rausholen müssen. Und hier ganz unten noch den kleinen Knetebübbel, mit dem wir ihn festgeklebt haben. Das erspare ich euch jetzt aber. Ich zeige euch die Form dann, wenn sie einmal fertig ist. Beziehungsweise wir benutzen sie dann einfach direkt zum Gießen. Dafür kann man sie gut wieder zusammendrücken. Ihr seht schon, eigentlich sieht man von dem Schnitt so gut wie gar nichts. Und damit es aber sauber zusammenhält, wenn wir nachher gießen, können wir das noch mit einfach solchen Haushaltsgummis wieder schön zusammenspannen. So. Gut, damit haben wir alle Formen fertig und gleich geht's weiter. Mit unseren jetzt fertigen Formen stellt sich natürlich einmal die Frage, wie finden wir raus, wie viel Resin wir jetzt brauchen. Dazu kann man natürlich einmal, wie beim Silikon auch schon, einfach rechnen. Also Grundfläche mal Höhe und dann ein bisschen abziehen für die Vertiefungen, die wir haben. Methode 2, Wasser einfüllen. Ihr könnt tatsächlich einfach die Formen nehmen und einmal mit Wasser auffüllen und das dann alles in einen Messbecher kippen. Und abmessen, wie viel das war. Danach nur gucken, dass die Formen wirklich wieder gut getrocknet sind, weil Wasser in der Form macht keine guten Gussergebnisse. Wir haben das ausprobiert. Methode 3, nicht ganz so feinteilig, aber zumindest auch möglich. Ihr könnt euch einfach Reis nehmen, den einmal glatt in die Form einfüllen und das dann
ausmessen, weil auch das Volumen vom Reis tatsächlich dem Silikon, dem Resin einigermaßen ähnlich ist und auch ein relativ exaktes Maß ergibt am Schluss. Dann noch ein kleiner Tipp zum tatsächlichen Resin. Und zwar, diese Harzkomponente neigt dazu, ihr seht es hier schon, sich so ein bisschen in zwei Sachen aufzuteilen. Das kann man tatsächlich einfach schütteln, beziehungsweise so ein bisschen durch langsames auf den Kopf stellen, je nachdem, wie fest sich es abgesetzt hat, wieder ändern. Passt dabei bloß auf, dass ihr nicht allzu viele Luftblasen in diese Komponente reinschüttelt, weil die haben wir dann nachher im festen Resin drin. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Im nächsten Teil des Videos werde ich vermutlich ein bisschen klingen wie Bane, Darth Vader oder was auch immer, denn wenn der Imperator nicht beschützt, dann tut es die FFP2-Maske. Bis gleich! Mein Ausmessen hat ergeben, dass ich insgesamt 70 bis 100 Gramm Resin brauchen werde. Ich mache das jetzt einmal mit der Waage, einfach weil ich das auch zweimal machen möchte, weil der Becher nur 100 Milliliter fasst insgesamt. Das heißt, es wäre mir schon wieder zu knapp mit dem Umrühren, um da noch Platz zu haben. Also jetzt zweimal 25 Gramm je Komponente. Wir haben ja einmal die Basis oder das Harz. So. Und einmal den Härter. Dann sind wir jetzt insgesamt bei knapp über 50 Gramm. Und dann heißt es wieder umrühren, umrühren, umrühren. Nachdem wir das jetzt einmal ohne Sauerei geschafft haben, können wir uns auch gleich ans Gießen machen. Ich fange einmal hier mit den kleinen Steinen an. Wirklich schön langsam eingießen. Dabei möglichst gut ziehen und zusehen, dass wir nicht weit über den Rand hinaus. So, das ist der mit der Spitze. Da würde ich jetzt ein bisschen seitlich anfangen, damit das wirklich schön runterlaufen kann. Und auch dann vorsichtig weiter auffüllen, damit wir nicht zu sehr überlaufen. Und auch beim letzten. Wunderbar. So. Hier seht ihr schon. Meine Fläche hätte trotzdem ein bisschen gerader sein können. Das würde generell einen schöneren Abschluss an den Steinen produzieren, aber im Moment ist das nun mal das, was wir haben. Dann machen wir als nächstes einmal hier noch die Münze. Für die dürfte das noch gut reichen. Auch da schön langsam zügig eingießen. Das Resin ist sehr schön flüssig und dürfte eigentlich alle Details wirklich gut mitnehmen. Jetzt die spannende Frage. Wir versuchen das einfach mal. Und nehmen uns hier noch den Kristall. Ihr seht schon, das hat jetzt hier dieses kleine Loch und einmal das große von dem Gusszylinder. Und lassen das durch das große Loch einmal ganz gemütlich da reinlaufen und hoffen, dass die Luft aus dem Entlüftungsschacht gut wieder rauskommt. Ihr seht schon, jetzt haben wir hier so ein kleines Mehrvolumen. Das ist aber auch ganz gut, weil das Gewicht sich dann nochmal mehr in die Form reindrückt. Das auch einmal hier noch kurz so ein bisschen zusammendrücken, damit sich besser verteilt und auch alle kleinen Details im Zweifelsfall mitgenommen werden. Dann stellen wir das auch beiseite und machen noch einmal ein bisschen mehr Resin, damit wir auch unsere Base gar ausgießen können. Ich behalte die Reste jetzt einfach bei, die wir noch drin haben, und gieße da noch einmal drauf, weil wir sind noch sehr gut im Zeitrahmen. Sind wir fertig mit dem Auffüllen unserer Formen. Jetzt heißt es warten, bis das Resin abgebunden hat. 24 Stunden sind vergangen, unser Resin ist ausgehärtet. Wenn ihr ein bisschen paranoid seid und das vorher checken wollt, lasst euch ruhig einen Rest von dem angerührten Resin in eurem Messbecher. An dem könnt ihr auch tatsächlich sehr gut testen, ob das alles so ausgehärtet ist, wie es sollte. Wie schon gesagt, die Becher kann man auch tatsächlich sehr gut sauber machen, indem man sie einfach so ein bisschen knautscht. Aber worum es uns ja eigentlich geht, ist einmal das Entformen unserer fertigen Resinteile. Dazu das flexible Silikon einfach ein bisschen biegen. Und dann lässt sich das alles sehr schön aus der Form herausholen. Seht schon, es hat tatsächlich so gut wie alle Details wirklich schön abgeformt. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Dann schauen wir uns einmal unsere Münze an. Ja, auch tatsächlich keine Blasen und kein Nichts. Ein richtig sehr schön sauberer Abguss.
So, spannender rauszukriegen und ein bisschen mehr Arbeit sind natürlich die Steine. Wobei, auch nicht wirklich. So, einmal das. Schön. Auch tatsächlich gleich eine sehr schöne glatte Oberfläche mitgenommen. Sehr schön glänzend. Tatsächlich nur unten ein bisschen unregelmäßig. Das hatten wir ja schon gesagt, dass einfach die Fläche hier vorher ein bisschen glatter hätte sein können. Fürs nächste Mal merken wir uns das. Dann holen wir auch die anderen gleich raus. Einmal mit der hübschen runden Kuppel oben. Und als drittes das mit der Spitze. Da sind wir jetzt mal gespannt, ob es wirklich bis in die Spitze gelaufen ist. Und tada! Auch da, wundervoll. Ihr seht es. Sehr schön scharfe Spitze am oberen Ende. Sehr schöne Kristallstruktur. Wunderbar. So, und das Überraschungspaket Nummer 3, der Bergkristall, hier von den Gummis zusammengehalten, ihr seht es schon. Und dann haben wir hier unseren Schnitt, an dem wir die Form so ein bisschen auseinanderziehen können. Da kommt zuerst unser Gießzylinder und einmal der Entlüftungskanal. Ihr seht schon, das Resin ist wirklich bis oben fast rausgestiegen. Und dann können wir das einmal hier aus der Form holen. So. Und schauen uns das mal an. Ja, hier oben war offensichtlich in der Form noch so ein ganz kleines Stückchen Knete drin. Ist natürlich jetzt weniger schön. Dafür ist es beim nächsten Abguss, den wir machen können, dann raus. Den Gießzylinder-Trichter müssen wir jetzt hier natürlich einmal noch abmachen. Genauso wie wir hier das Teil einmal abzwicken müssen. Aber im Großen und Ganzen hat das mit diesem Kristall auch sehr schön funktioniert. Hier an der Seite haben wir noch so ein bisschen, wo eben der Schnitt in der Form war, einen kleinen Gussgrat, aber auch den können wir sehr einfach noch entfernen. Genau, wunderbar. Dann sind wir tatsächlich soweit fertig mit unseren abgeformten Resinteilen und wir sehen uns gleich nochmal zu einem ja, kurzen, was würde ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen und einem Ausblick auf das hoffentlich nächste Video. Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Zunächst mal, ich finde, das Experiment sozusagen hat sehr gut funktioniert. Auch nochmal ganz lieben Dank an den Max, der mir quasi bei meinen ersten Schritten im Resinguss ganz wahnsinnig toll zur Seite gestanden ist. Was würde ich anders machen? Tatsächlich ein bisschen mehr Sorgfalt auf die Geradigkeit meiner Unterlagen legen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren, wie es funktioniert, das Resin vorher zu färben. Wahlweise mit diesen Pigmenten, die es auch bei PK Pro im Shop zu kaufen gibt, oder mit Alkoholtinte, das geht auch. Ich werde mal transparentes Silikon ausprobieren, was ich, nicht Silikon, transparentes Resin, was ich mir gerade für die Kristallsachen sehr, sehr gut vorstellen kann, weil man da auch so hübsche Farbwirbel reinmachen kann und all sowas. Und tatsächlich wird es, glaube ich, nochmal ein separates Video für diese einteiligen, ganz umschließenden Formen geben, weil mir das einfach, ja, tatsächlich, der Klotz war zu dick, es hat sich schlecht einschneiden lassen und generell würde ich das nochmal gern versuchen mit einer selbstgebauten Form, die nicht ein Joghurtbecher ist, damit man einfach ein bisschen weniger Material verbraucht und ein bisschen einfacher arbeiten kann. Außerdem wird es ein Video geben für zweiteilige Silikonformen, für komplexere Formen, wie es jetzt zum Beispiel diese Warp Veins sind, die man einfach dann nicht mehr so aus dem Klotz rausschneiden kann, sondern die man von vornherein zweiteilig gestalten muss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und Erfolg beim Nachbasteln und freue mich auf unser nächstes Video und eure Kommentare. Dann bis bald und bis zum nächsten Mal.